Mit der Verkürzung des Abiturs von 13 auf 12 Schuljahre verlassen in diesem Sommer gleich zwei Abiturjahrgänge die gymnasiale Oberstufe. Viele Schulabgänger bewerben sich für Studienplätze. Bei der hohen Zahl an Bewerbern machen sich Abiturienten Gedanken über ihren Studienstart. Das ist Katrin. So wie sie machen derzeit 176.000 Schülerinnen und Schüler in NRW ihr Abitur. Das sind rund 45.000 mehr als im Vorjahr. Der Großteil der Abiturienten möchte danach direkt ein Studium beginnen. Katrin am liebsten an der Uni Bielefeld. Doch bei ihr machen sich Zweifel breit, ob sie aufgrund des bevorstehenden doppelten Abiturjahrgangs einen Studienplatz erhält. Deshalb informiert sie sich persönlich in der Uni. Hier erhält sie einen informativen Flyer. Scheinbar ist die Uni Bielefeld auf den Studentenansturm vorbereitet. Verschiedenste Beratungsangebote stehen Studieninteressierten zur Verfügung. Katrin entscheidet sich spontan, das Schülerinnenbüro zu besuchen. Fünftes Obergeschoss. Das Büro befindet sich in S5, Raum 109. Die Mitarbeiterin Christina Ising klärt in einem persönlichen Gespräch über die Studiensituation auf. Also ich kann gut verstehen, dass du dir Sorgen machst wegen des Doppelabis. Wir hören das auch öfter von Schülerinnen und Schülern, dass die wirklich überlegen, kriege ich denn da jetzt überhaupt einen Platz und wie sieht denn das aus? Was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sich die Uni auf den Doppelabi-Jahrgang vorbereitet. Hier in Bielefeld werden zum Beispiel 1.900 zusätzliche Studienplätze geschaffen, extra für den Doppelabi-Jahrgang. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Aber trotzdem wollen wir natürlich auch realistisch und ehrlich zu euch sein. Und es wird für die Jahrgänge, die jetzt kommen, auf jeden Fall ein Stück härter als für die vor euch. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt irgendwie in Panik ausbrechen müsst oder dass ihr so große Angst haben müsst, denn es gibt trotzdem immer noch genug Möglichkeiten und Alternativen. Aber was wir auf jeden Fall raten, ist, sich besonders gut vorzubereiten, wirklich auch die Alternative zu ergreifen und alle Informationsmöglichkeiten, die es gibt und die angeboten werden, auch wirklich zu nutzen. Das Gespräch schärft Katrins Blick für ihr Studienvorhaben. Nun ist ihr bewusst, dass Alternativen wie die Bewerbung an mehreren Unis, ein freiwilliges soziales Jahr, ein ökologisches Jahr, In- und Auslandspraktika sowie Jobben ebenfalls in Betracht gezogen werden müssen. Fakt ist, so leer werden die Hörsäle nicht bleiben.